Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SI Talk und ich starte meine Sommer-Interview-Serie mit einem gern gesehenen Gast, den Rohstoffguru aus der Schweiz, Jochen Steiger, erster Geschäftsführer von Swiss Resource Capital AG. Und wir treffen Sie ja normalerweise ja immer so bei Messen, nur das war in den letzten 2 Jahren eher selten der Fall. Warum, ja, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, aber da hat es irgendeinen Grund gegeben. Jochen, das erste Halbjahr war zumindest vom Aktienmarkt, also wenn man jetzt den Gesamtmarkt anschaut, das schlechteste, glaube ich, seit 50 Jahren. Wir haben, glaube ich, über 22% verloren im DAO. Das ist der zweitschlechteste Halbjahr, erstes Halbjahr überhaupt, weil nur schlechter war es 1932. Und die Rohstoffe waren aber auch interessant. Vor allem, was da mir teilweise schwer im Magen liegt, sind generell auch, also nicht nur Gold, obwohl Gold eigentlich sich am besten entwickelt hat für alle, aber wenn man sich Goldaktien anschaut, denkt man sich, oh, das war ein Desaster. Der Goldpreis muss richtig abgestürzt sein. Aber auch natürlich die ganzen Industriemetalle, die spielen verrückt. Verrückt. Man erwartet halt eine Rezession. Wovon ich auch ausgehe, weil ich glaube, sonst kriegst du das nicht im Griff. Nur die Situation ist diesmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ausschaut, aber zum Beispiel wir haben Vollbeschäftigung. Du kriegst keine Leute, überall ist Mangel. Schaust du bei der Gastronomie nach, dann ist es so, dass manche Geschäfte zusperren müssen im Sommer, weil aufgrund der ganzen Urlaube können die Filialen nicht mehr beliefert werden bzw. nicht mit Personal ausgestattet werden. In den Hotels haben sie Probleme, dass sie Personal kriegen. Also überall ist Personalmangel. Das spricht eigentlich genau überhaupt nicht gegen eine Rezession, sondern das spricht eigentlich dafür, dass es wie in einer Boomwirtschaft sind. Also irgendwie sind wir in einer ganz schizophrenen Welt momentan unterwegs. Und deswegen, ja, wie ist deine Sicht der Dinge? Oh, Joe, erstmal auch schönen guten Morgen. Ich bin auch so halb im Urlaubsmodus, noch nicht ganz, geht jetzt dann bald los. Aber erstmal vielen Dank, dass wir heute die Zeit zusammen finden. Danke für den Rohstoffguru. Ich weiß, ob ich ein Guru bin, um Gottes Willen. Ich versuche einfach mein Zeug ordentlich zu machen und mich an Fakten zu halten, mehr nicht. Aber danke für die Blumen. Ja, es sind viele Dinge, wo du gerade angesprochen hast. Wo soll ich anfangen? Also erst einmal vielleicht gerade das Letzte, was du gesagt hast. Das, was in der Presse steht, was verschiedene Presseorgane der Mainstream, ich nenne es jetzt einfach mal so, was da teilweise kolportiert wird, das böse R-Wort, das böse S-Wort, also Rezession, Stagflation und so weiter. Das mag gefühlt in der Presse sich unheimlich gut verkaufen und kommt wahnsinnig toll an. Aber meines Erachtens sind wir einfach jetzt endlich einmal in einem leichten Korrekturmodus dieses Boom-and-Bust-Zykluses, den wir hier erlebt haben die letzten 12 Jahre seit der letzten Finanzkrise. Weil wir erinnern uns, 2007, 2008 ging es los, Immobilienkrise, Lehman-Krise und was da alles so dazu kam, bis 2010 ungefähr. 2011 ging es ein bisschen aufwärts, Gold, höchster Stand 2012, hatten wir 2020 dann sogar noch getoppt mit 2080. Und dann haben wir eigentlich eine beispiellose Zinssenkungsorgie gesehen. Ja, und es ist schon immer in der Welt so gewesen, wenn wir die Welt fluten mit billigem Geld, das muss irgendwo hin. Das hat sich entladen an den Aktienmärkten, selbstverständlich. Die Wirtschaft konnte so viel gar nicht aufnehmen. Und auf der anderen Seite hat sich es entladen an einem beispiellosen Immobilienboom, der definitiv zu Ende ist. Ja, muss man also ganz klar sagen. Die Zeitungen fangen auf einmal an zu schreiben, oh, ich kann die Preise nicht mehr durchsetzen. Selbst in München funktioniert es nicht mehr und auch andernorts. Also was wir jetzt sehen, ist meines Erachtens ein reinigendes Augustgewitter, so wie wir das gestern hier in St. Gallen hatten, wunderschön auch, was dringend notwendig war. Man hat die letzten 12 Jahre keine Rezession mehr zugelassen. Man hat die Welt gar nicht mehr durchatmen lassen. Man hat eigentlich einen Tsunami an Euro, Dollar, Yen aufgebaut, Renminbi, den die Märkte natürlich dankbar angenommen haben.
der aber jetzt dazu führt, dass diese ja exorbitanten Übertreibungen, auch Zombie-Unternehmen, die hier am Leben gehalten wurden durch die Zinsen, definitiv jetzt mal korrigiert wird. Und das Lustige ist, das, was du gerade gesagt hast, mit der Rezession, dass du es nicht verstehst, dass überall Leute gesucht werden. Es ist bei uns in der Schweiz genauso. Egal, wo ich hinkomme, es werden händeringend Mitarbeiter gesucht. Das passt für mich zu einer Rezession in keinster Art und Weise. Wir waren gestern Abend im Kino, übrigens Elvis-Film, mördergeil. Also wer die Musik mag, der sollte den Film unbedingt sehen, ohne Werbung machen zu wollen, aber es hat mich echt fasziniert. Selbst da ist Werbung. Wir suchen Mitarbeiter von lokalen Unternehmen. Selbst das Kino selber sucht Mitarbeiter. Das habe ich so bisher noch nicht gekannt. Also für eine Ausbildung ja, aber dass man Mitarbeiter sucht, das war mir neu. Und das zeigt mir eigentlich ganz deutlich, wir haben eine Entkopplung der, ja, wie soll ich sagen, gesunden Realwirtschaft, des Teils, der wirklich gesund ist, mit der Realität und Wahrnehmung A in der Presse und B auch irgendwo mit der Wahrnehmung insgesamt in den Märkten. Also es ist eine ganz lustige Geschichte. Auch bezogen auf die Rohstoffe, was mir wahnsinnig auffällt, ist, nehmen wir Kupfer. Kupfer ist ein ganz tolles Beispiel. Kupfer hat es zerrissen von 4,85 $ auf jetzt 3,75. Ja, ist denn da so viel passiert jetzt? Das war eine gesunde Korrektur. Nur versuch mal richtig große Mengen Kupfer physisch zu kaufen. Da stößt du ganz schnell an deine Grenzen. Ich habe mit einem Recycler telefoniert vor 3, 4 Tagen und der hat zu mir gesagt, du Jochen, also das ist alles gut und schön an den Märkten, uns juckt es ja nicht, wir kaufen es dann ein, es geht weiter, aber wir haben definitiv Schwierigkeiten und die Lagerbestände sind nicht da. Und dann frage ich mich natürlich, was soll das Theater? Und dann schaut man sich die Bewegungen an der COMEX an. Und dann muss man ganz klar sagen, da wird Kupfer gehandelt, was nicht existiert. Wenn das Kupfer geliefert werden müsste, hätten auch die Herrschaften ein Problem. Das gleiche wie im Silber, das ist das gleiche Problem wie im Gold, wie bei vielen anderen Metallen. Wir haben es momentan, ich nenne das jetzt mal, mit einer Finanzkorrektur zu tun, aber nicht mit physischem Material. Weil wir haben definitiv zu wenig Minen auf der Welt. Das ist das Mantra, was ich seit Jahren predige. Uns fehlen die Minen. Ja? Und wenn man die feuchten Tagträume der Politiker anschaut, mit 20, 30, 40 Millionen Elektroautos pro Jahr auf den Straßen ab 2035, 2040, die EU verbietet Verbrenner 2035, glaube ich nicht, dass es durchgeht. Sage ich ganz ehrlich, das ist absolut unrealistisch. Diese Metalle gibt es noch gar nicht. Für so viele Autos. Ja? Also wir sind es zwar gerade ein bisschen weit geschweift, aber Fakt ist für mich, ich sehe ganz definitiv eine Entkopplung der Realität mit der Wahrnehmung in Presse, Medien, Finanzmedien etc. Naja, das Elvis, du auch sagst, also glaube ich, ein großer Teil, der durch die Geldorgie auch entstanden ist ja auch wirklich, dass man Firmen nicht pleite gehen hat lassen. Dieses Personal, diese Mainpower wird dann gefangen in irgendwelche Zombie-Unternehmen, die relativ unproduktiv dahin arbeiten, weil sonst würden sie ja Gewinn machen und richtig Gewinn machen und würden auch Produktivität steigern. Und das geht uns jetzt hinten und vorne ab. Und ja, das mit dem, dass natürlich der Markt an sich sehr stark von der Finanzwirtschaft getrieben wird und dass da sehr viel Papier, Kupfer, Papier, Zink, was auch immer alles rumläuft, das kann man gut vorstellen. Und beim Schwur sieht man es eh dann, wenn es tatsächlich einmal gebraucht wird und es aber nicht da ist, dann wird es wirklich das große Aufschreien geben. Gehst du jetzt einfach mal, was mich interessiert, wir hören ja in der Zeitung jetzt Gasstopp Russland, jetzt wird der 11. Juli angepeilt, dass Russland aufgrund Wartungsarbeiten auch Nord Stream 1 einstellen wird. Glaubst du daran, dass es passiert wird und was wären die Auswirkungen? Ha, ob was ich glaube oder nicht, ist relativ irrelevant. Aber ich sage mal so, nehmen wir an, es wäre tatsächlich so, dann hat Deutschland ein Riesenproblem.
Definitiv. Deutschland hängt definitiv zu 55% am Gas der Russen. Und ich habe ein Interview gelesen mit dem Martin Brudermüller letzte Woche, der Chef von BASF, wo er eindringlichst davor warnt, wirklich jetzt ein Gasembargo zu machen. Ja, der Deutsche träumt sich ja immer noch dahin momentan. Also deutsche Politik sollte man fairerweise dazu sagen, dass also sie noch am längeren Hebel sitzen, kann ich so nicht erkennen, weil das Gasembargo würde vor allem die deutsche Wirtschaft einfach grillen. Schlichtweg. Ja, es ist gar nicht möglich, so schnell das Gas zu ersetzen, auch wie der Herr Habeck das gerne hätte. Die Realitäten sind schlichtweg andere und dem verschließt man sich momentan gewaltig. Also ich bin eifriger Leser diverser deutscher Publikationen und wenn man da auch die Interviews so liest mit den Herrschaften aus Berlin, da muss ich mich schon fragen, ob die auf dem gleichen Planeten leben wie wir, weil das ist so nicht machbar. Das funktioniert definitiv so nicht. Und wenn Sie Ihre drei Kernkraftwerke abschalten, dann spätestens dann empfehle ich ganz dringend den Kauf von mobilen kleinen Ersatzgeräten, wo man Strom erzeugen kann, weil dann wird definitiv auch das deutsche Stromnetz zusammenbrechen und an Überlastung schlichtweg eingehen. Ja, und da kann man es Kernkraft mögen oder nicht, darum geht es überhaupt nicht, ja, sondern es geht schlichtweg darum, Deutschland hat dann keinen grundlastfähigen Strom mehr. Und der Traum ist natürlich jetzt noch Kohlekraftwerke anzuschalten, die man vorher so verteufelt hat. Also ich erkenne hier überhaupt keine stringente Linie mehr. Ich erkenne hier gar nichts mehr, was irgendwo noch Sinn macht. Man ist nur noch getrieben, man agiert verzweifelt und möchte irgendwie immer noch gut dastehen. Nur darum geht es schon lange nicht mehr. Sondern es geht darum, man braucht als die sogenannte viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die sie schon lange nicht mehr singen, Exportweltmeister ist auch schon lange durch, braucht man verlässliche Energie und man gründete den Erfolg der letzten 30 Jahre auf billigem Russengas und billigem Russenöl. Ja, der Traum ist geplatzt, das Thema ist durch und jetzt versucht man 30 Jahre in 3 Monaten zu ändern. Also das Gasembargo zum einen ist Bullshit, dass Putin am 11. Juli das Ding abschaltet, absolut. Also versetzen wir uns in die Lage von Putin. Wir würden es genauso machen, mit Sicherheit, ja. Aber mir drängt sich hier noch was ganz anderes auf und da kommen die Chinesen jetzt ins Spiel. Was da recht interessant ist, wollte ich vorhin eigentlich noch geschwind anfügen. Nehmen wir an, Putin würde jetzt das Gas abdrehen und würde auch mit dem Öl langsam tun, ja. Dann haben wir zumindest einmal die nächsten 2, 3 Monate richtig Stress auf der Rille, weil so schnell kannst du die Öltanker gar nicht umleiten, kannst gar nicht woanders einkaufen gehen, diese Massen, die da benötigt werden. Also definitiv, das wäre nicht bloß eine Rezession, sondern das wäre ein Genickschlag. Schlichtweg für die Wirtschaft, ja. Aber die Unternehmer sind erfinderisch, die Unternehmer sind gut drauf. Ich glaube, auch das könnte man über eine gewisse Zeit dann auch wegstecken. Aber machen wir uns doch nichts vor. Die eigentlichen Großgewinner und die Buben im Hintergrund sind die Chinesen. Warum? Es macht für mich keinerlei Sinn, einen Hafen wie Shanghai derart lange zu blockieren unter dem Vorwand von Corona. Es ist eine absolute Utopie zu glauben, wegen 5 Corona-Fällen sperre ich 10 Millionen Menschen weg, dass ich das durchhalten kann. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder Xi Jinping killt China jetzt komplett, das, was er aufgebaut hat und seine Vorgänger, wird jetzt umgeworfen, definitiv für ein ideologisches Mantra, Null-Covid-Strategie, das war's, ja. Der Unmut im Land ist übrigens massivst gestiegen. Also das ist gar nicht so lustig, was da abgeht. Alle Expats gehen nach Hause. Das heißt, sie verlieren Know-how, sie verlieren aber auch mittlerweile Produktion. Die deutschen Mittelständler gehen alle raus nach Vietnam, Kambodscha und so weiter. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist jetzt denkt man doch mal die Geschichte ein bisschen anders. Warum machen die das? Ein geschwächtes Russland, was nichts mehr im Westen verkaufen kann. Ja, wo soll es denn hin verkaufen? Er verkauft es halt nach Osten. Ja, es gibt die Pipelines, es gibt die Schiffsverbindungen, man baut eine neue Pipeline dazu noch, ja, diese Druzhba-Pipeline zum Beispiel und. Es gibt so viele neue Dinge. Was machen die Chinesen? Die saugen sich voll mit billigen Rohstoffen. Das ist übrigens meines Erachtens, und ich will jetzt nicht als Verschwörungstheoretiker dastehen, aber denkt man es einfach mal ganz logisch. Wenn ich die Chance habe, Nickel, Kupfer, Zink, Blei, von mir aus auch Silber, billig bei den Russen zu holen, weil der Russe hat ja kein Problem mit Produktionskosten. Die Umwelt schert sich einen Dreck im Normalfall. Ja? Also, okay, was macht er? Er sagt: Hey, weißt was? Du kriegst das Kupfer günstiger. Und die Chinesen sind Weltmeister im Anlegen von Vorräten.
Ja, und das ist das, was uns meines Erachtens auch ein Stück weit vielleicht momentan sogar auf dem Weltmarkt ein bisschen fehlt. Nur, die Chinesen brauchen unendlich viel davon, weil sie haben 1,3, 1, bald 1,4 Milliarden Menschen Binnenmarkt. Und diesen Binnenmarkt, das hat Xi Jinping und die KP ganz klar formuliert, der soll bis 2030 voll entwickelt sein. Und das kann ich natürlich genau mit so einer Aktion. Warum hält man sich denn so zurück und haut jetzt den Putin nicht direkt vor die Nuss wie alle andere? Genau aus dem Grund. Das ist für mich reines Business. Nichts anderes. Also könnte so sein. Vielleicht liege ich auch falsch mit meinen Gedanken. Ich weiß es nicht. Aber für mich schaut es ein bisschen danach aus, ehrlich gesagt. Ja, schau, BYD will nächstes Jahr einen Elektrowagen bringen mit 1000 Kilometer Reichweite. Habe ich weder von Audi, Porsche, Mercedes, egal von wem, nichts gehört bisher. Aber die Chinesen würden es hinbringen, komischerweise. Ja, aber alle europäischen Automobilhersteller haben fast ausnahmslos chinesische Batteriehersteller. Ja. Also da läuft doch irgendwas ein bisschen Ne, diametral. ich glaube, dass man sich sowieso viel zu viel natürlich auf die Partner verlassen hat. Wobei eines muss man ja natürlich sagen: Globalisierung war natürlich der Wohlstandstreiber der letzten 30, 40 Jahre. Die Globalisierung hat auch dazu beigetragen, dass China überhaupt das geworden ist, was es jetzt ist, oder ganz Asien quasi auch Und der teilweise. Technologietransfer nicht zu vergessen, gell? Technologietransfer nicht zu vergessen. Die Globalisierung war auch der Treiber, warum wir so eine niedrige Inflation gehabt haben. Ist ja klar, wir haben von teure Produktionsländer in billige Länder umgeswitcht. Das hat ja natürlich wahnsinnig dazu beigetragen. Das heißt, Globalisierung war ja auf der Welt gesehen natürlich Win-Win-Win-Win für alle. Wir haben profitiert davon durch niedrige Preise und billige Produkte. Die haben profitiert von der Technologie, Arbeitskraft und dass überhaupt zu dem gekommen sind, also dass er das überhaupt aufgebaut hat. Also es war ja an sich ein interessantes System, das jetzt natürlich ideologisch auch zerstört wird, quasi wieder. Und es entstehen jetzt meines Erachtens auch Blöcke, wo man sagen, wir haben natürlich den westlichen Block, wir haben den asiatischen, russischen Block, vielleicht kommt auch noch ein Block raus bei Afrika, keine Ahnung. Da war es ja auch spannend, dass jetzt die G7-Länder ein Gegenprojekt zur Seidenstraße entwickeln wollen mit 650 Milliarden Sponsoring, dass man halt sich vor allem auch das, was ja China die letzten Jahre schon macht, dass sich die in Afrika natürlich massiv einkaufen, die ganze Kette von Asien rüber nach Europa, dass sie sich dort massiv einkaufen, massiv in Infrastruktur investieren. Das wollen jetzt die westlichen Länder ein bisschen nachholen. Natürlich sind sie 10, 15 Jahre spät dran, weil das Projekt Seidenstraße gibt es ja schon seit 10, 15 Jahren. Wir sind definitiv in einer interessanten Entwicklung. Aber ich sehe natürlich auch so, der Rohstoffmarkt, der hat natürlich einen sehr langen Schweinezyklus. Wenn einmal viel gefunden wird, wird lange abgebaut, zu auch niedrigen Kosten. Aber wir haben in den letzten 20 Jahren viel zu wenig investiert. Für mich ist auch faszinierend, wie man den hohen Ölpreis, der war ja auch vor dem Ukraine-Angriff schon bei 95 oben. Sollten wir auch nicht vergessen, der ist ja nicht nur gestiegen durch den Angriff, dass man das auch jetzt alles eigentlich Putin in die Schuhe schiebt und den Krieg, statt dass man Ist ein eigentlich Witz. überlegt, dass durch die Energiewende, die man ja schon vor 10 Jahren angestoßen hat, quasi Öl aus Non-Investment Grade gesehen hat. Wenn man sieht, was ESG ist nur so ein Thema. ESG, wenn man dann überlegt, wie teilweise die großen Firmen, Shell, BP, Projekte verramscht haben, nur damit sie schneller grüner werden, damit sie noch investierbar werden für den Aktienmarkt. Ich habe eine Studie gesehen, es sind in den letzten, seit 2015 ungefähr 1000 Milliarden US-Dollar sind zu wenig in die Ölindustrie geflossen. Dadurch ist ein Produktionsrückgang, da können sie jetzt stabilisieren. Aber mehr ist halt da nicht möglich. Und wenn man heute halt aber jetzt eine sehr starke Nachfrage hat und glaube ich heuer 102 Millionen Barrels am Tag braucht, dann geht das halt nicht mit den Investitionen, die man in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Und das ist auch so spannend und jeder glaubt, wenn jetzt der Putin, wenn wieder alles läuft und wir kriegen wieder das, dass auf einmal dann die Benzinpreise wieder bei keine Ahnung, bei 1,20 oder 1,10 oder sowas sind. Das ist ein totaler Schwachsinn.
Absolut. Sehe ich genauso. Vor allen Dingen, die Politik ist eigentlich meines Erachtens absolut selber schuld an der gesamten Inflationsgeschichte, auch an den hohen Ölpreisen, weil es ist doch ganz logisch. Ich meine, wenn man sich mit Ölleuten unterhält, und das tue ich ja so ab und zu mal, ja, und gerade auch Shell oder auch der Vorstand von Esso zum Beispiel hat es ganz klar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ihr wolltet uns nicht mehr haben. Ihr habt uns ganz klar gesagt, wie dreckig wir sind und wie böse wir sind. Was tun wir? Wir leiten unsere Investitionen um. Und Shell ist für mich das beste Beispiel. Shell wird 2030 der größte Wasserstoffhersteller sein in Europa, beziehungsweise sogar weltweit eventuell, und einer der größten Stromerzeuger weltweit aus Wind- und Solarkraft. Ja, und diese Transformation, die hat natürlich vor etlichen Jahren schon begonnen, weil die haben natürlich den Braten auch gerochen. Ja, und man es sieht ja dauernd, ja, wir fahren nur noch Elektroauto, wir wollen den Verbrenner am liebsten morgen verbieten, obwohl sich dann auf der Welt gar nichts ändert. Ja, das ist also auch so ein Ammenmärchen, das zu glauben. Und die Leute könnten sich's auch nicht mehr leisten, Auto zu fahren. Also das ist totaler Schwachsinn, wer sowas erzählt. Ja, aber ist doch ganz klar, ich investiere doch nicht mehr in einen sogenannten toten Markt. Ja, und auch so ein Larry Fink von BlackRock, sorry, der hat da viel dazu beigetragen. Der hat mit diesem ganzen ESG-Wahnsinn, das ist ja gut, dass wir das alles haben, aber bitte nicht alles wieder so hochhängen und so überhöht und so extrem sehen. Ja, die Wirtschaft braucht Zeit, um Sachen umzuwandeln. Sie braucht natürlich auch einen gewissen Druck, um Dinge anzugehen. Hat sie gekriegt, das Feuer hat sie gekriegt. Und wenn so ein Larry Fink sagt, wir investieren in keine Ölunternehmen mehr, ja, was machen die Ölunternehmen? Sie suchen sich neue Geschäftsfelder, wo sie wieder investierbar werden, wie du es gerade so schön gesagt hast, ja. Und von dem her denke ich auch, was deutsche Politiker gerade teilweise von sich geben, oder auch überhaupt in Europa, es ist alles Putin schuld, es ist alles die Ukraine, der Krieg ist schuld. Bullshit. Schuld ist einzig und allein die EZB an diesem Inflationsdilemma. Weil mit negativen Zinsen, das ist so, wie wenn ich ein Feuer löschen will und Benzin reingieße. Ja, du kannst aber auch hergehen und gibst dem Alkoholiker einen Schlüssel zum Schnapsschrank und sagst du, aber geil, trinken du mal bitte ganz gemäßigt. Ja? Wird er nicht tun. Und genau das Gleiche ist passiert mit den Zuflüssen an Geld. Ja? Und jetzt korrigieren wir einfach die Exzesse. Aber die Entwicklungen gehen doch deswegen trotzdem weiter. Ja? Selbst ich fahre ja ein Hybrid und habe vorher ein V8 gefahren. Ja, und das sehe ich auch im ganzen Umfeld. Da wird immer mehr überlegt, oh, gehe ich jetzt auf Elektro, hole ich mir einen Elektro-Zweitwagen, tue ich meine Firmenflotte, da wo ich kenne viele Unternehmer logischerweise, die viele sagen, hey, wir haben jetzt schon angefangen, E-Autos zu kaufen. Na, bei Ja? uns ist ja nur zu Ding, also du hast ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als Firma hast du einen Sachbezug. Wenn du als Mitarbeiter einen Firmenwagen bekommst, kriegst du einen Sachbezug. Ja, bei uns ist es so, bei Elektroauto ist er ausgesetzt. Und das macht dann, wenn das ein großes Auto ist, 900 Euro im Monat aus. Ja, schau an, ne? Plus Ist oder ein Minus. Mord. Also 900 Euro ist schon ein Unterschied, nämlich brutto für netto. Also, und deswegen, ich fahre auch ein Elektroauto und er fährt sich gut. Ja, klar, logisch. Lange Aber Strecken ist halt ein Thema nach wie lange vor, Strecken ja? ist ein Thema, da habe ich aber eh einen anderen. Eben. Aber für das 80%, 90% des Business kann ich locker damit abdecken und ist steuerlich einfach eine ganz andere Welt. Genau, da macht Spaß. Und da macht es Spaß, ja, genau. Ja. Aber kommen wir lieber mal zum Thema Retour, weil wir haben ja doch noch ein bisschen was vor. Wir wollen ja eigentlich über Aktien sprechen. Bevor wir zu den einzelnen Titeln kommen, vielleicht nochmal gehen wir nur ein paar durch Industriemetalle. Die hat sie alle gewickelt. Ich meine, die haben alle irgendwo denselben Chart. Ob das jetzt Zinn zum Beispiel ist, die hat sie quasi fast halbiert innerhalb von ein paar Monaten. Ob das jetzt Zink ist, die ja auch massiv eingebrochen ist. Kupfer haben wir vorher schon gesagt, die ist auch natürlich rückwärtig gewesen. Eisenerz war sowieso jetzt schon seit längerem, die hat ja ihren Hochpunkt letztes halbe Jahr gehabt, die hat ja im zweiten Halbjahr sowieso dann schon ziemlich Halbiert, ne? Ja. sich halbiert, das ist schon ziemlich nach unten gegangen. Ja, Nickel. Da haben wir ja im Frühjahr einen schönen Squeeze gehabt, quasi. Der war auch sehr spannend, aber ist ja auch wieder massiv von ihren Höhen zurückgekommen. Aber
Ich glaube, überall ist dasselbe Bild. Wir haben eigentlich niedrige Lagerbestände. Es wird großteils getrieben von den Finanzmärkten, die mit sehr viel Papier spielen, aber mit wenig Metall. Genau. So, was uns allerdings viel mehr interessiert als wie das letzte halbe Jahr, ist natürlich das nächste halbe Jahr oder das nächste ein Jahr oder das nächste anderthalb Jahr. So, wie geht's weiter, deiner Meinung nach? Ich denke eher positiv. Rohstoffmärkte auf ein halbes Jahr oder ein Jahr zu prognostizieren, ist fast unmöglich, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir in einem absolut sicher. Wir haben 2020 einen neuen Zyklus gestartet. Der wurde jetzt unterbrochen, sprich nach hinten verschoben durch Corona. Und wurde jetzt auch ein bisschen, ja, von mir aus im ersten Halbjahr auch beeinträchtigt durch diese ganzen Verrücktheiten an den Märkten und diese gesunden Korrekturen, die wir gesehen haben. Ich bin aber längerfristig und auch sprich auf die nächsten 1, 2, 3 Jahre exorbitant positiv. Warum? Ich glaube nicht, dass wir in eine abartige Weltrezession reinfallen werden, weil das kann sich keine Regierung dieser Welt mehr leisten. Die Welt ist dafür zu sehr verschuldet. Außer wir machen den totalen Kollaps, drücken den Reset-Knopf, neue Weltwährung, sonst irgendwas und hören auf, über Sachen nachzudenken. Ja, das ist natürlich noch eine Alternative, die wir haben, aber dann möchte ich nicht wissen, was hier abgeht, ehrlich gesagt. Ja, weil die Leute interessiert sowieso nicht. Die Leute wollen aus ihrer rosaroten Wohlfühlwelt auch nicht rausgerissen werden. Die wollen damit die meisten nicht belästigt werden. Die möchten einfach gut leben, die gehen ein wenig arbeiten und dann wird's schon recht. Also ich bin jetzt mal ein bisschen böse, aber so stellt sich's mir eigentlich dar. Auch wenn man versucht, mal zu diskutieren mit Menschen, die jetzt in unserem Job überhaupt nichts zu tun haben. Für diesen Rohstoff ist schlicht Gott gegeben. Ja, und das ist gar nicht, und der Strom gar nicht kommt, ja, und der Strom aus der Steckdose. Kommt, aus genau. Der Steckdose. Ja, genau. Und ich fahre jetzt einen Tesla, weil ich mich toll fühle und ich bin dadurch so grün, obwohl das Auto überhaupt nicht grün ist, ja, wenn wir die Ökobilanz aufmachen, das sind die meisten E-Autos nicht. Aber sei es mal dahingestellt. Ja. Man rechnet sich immer alles so hin, dass es einem passt und dass man es toll verkaufen kann. Ja. Aber Fakt ist definitiv, ich glaube, wir müssen den Sommer noch durch. Und ich glaube, wenn die Shorts, die sich hier aufgebaut haben, auch in unseren Rohstoffaktienmärkten, muss man sich mal die Short-Ratios anschauen, die sind teilweise ganz schön drastisch, ja. Und zwar nicht, weil jetzt irgendwelche Riesenshortiers da dagegen halten, sondern das sind schlichtweg Short-Trading-Programme, die einfach auf den Trend jetzt aufgesprungen sind. Und man sieht es auch an den Volumen, da ist nicht mehr viel los. Ja, wer soll denn auch noch verkaufen? Die meisten besitzen ja nicht einmal Rohstoffinvestments. Ja, ich glaube, dass wir dann wahrscheinlich wieder einen wunderschönen Move kriegen werden, der sich bis weit ins nächste Jahr reinzieht. Punkt eins. Punkt zwei, denke ich, gerade auch was das Gold zum Beispiel anbelangt, ich bin nach wie vor der Meinung, Gold kann dieses Jahr noch bis 2400 steigen. Ich weiß, ich bin der einzigste Optimist, wahrscheinlich auf dem Markt, der das so sieht. Aber wenn man Basel III und MiFID III anschaut, unallokiertes und allokiertes Gold. Die Banken müssen jedes Gramm kaufen, händeringend, für ihre Bilanzen zum Jahresende. Die haben sonst ein Problem, weil sie ungedeckt sind. Und dann kriegen sie richtig Stress mit der BIZ in Basel. Mhm. Und deswegen glaube ich, es wird sich hier eine Monsterwelle aufbauen. Und ich habe gestern Nacht eine ganz interessante Grafik gesehen gehabt, und zwar, wo Nomura seine Prognose bis 2023 bringt, auch mit den Zinsen. Mhm. Und da ist also, das geht eigentlich so und dann schon so wieder. Ja, das heißt, die erwarten schon gar nicht mehr diesen Monsterzinsanstieg, weil jetzt erwarten alle schon die Rezession. Das heißt, die Fed wird vielleicht noch einmal 0,75% nach oben gehen. Dann sind die Zehnjährigen bei bald 4%. Das können die sich gar nicht leisten. 0,0 da drüben bei der Verschuldung. Ja. Und wenn dann noch die Spreads im Euroraum auseinandergehen, dann liegen die Italiener nachher irgendwann bei 5%. Von den Griechen wollen wir gar nicht reden, Portugiesen, Spanier. Hm. Und dann fallen die Südeuro-Länder um wie Fliegen. Schlichtweg. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass dieser Zinserhöhungszyklus so heiß gegessen wird, wie er momentan dargestellt wird. Da ist unheimlich viel Kampfrhetorik dabei, weil man versucht, mit Rhetorik schon die Märkte zu beruhigen und runterzurollen. Die Rohstoffe haben jetzt korrigiert schon. Die haben alles vorweggenommen. Ja? Und ich denke eigentlich eher, das, was wir eingangs unseres Gesprächs besprochen hatten, warum suchen denn die Firmen nach wie vor Mitarbeiter?
Ja, also wenn es bei mir nicht einigermaßen läuft, dann suche ich doch keine Mitarbeiter. Das kann ich mir gar nicht leisten. Ja, da wird immer so viel gemunkelt. Ja, jetzt gehen die Babyboomer in Rente und uns fehlen die Fachkräfte und hin und her. Das ist ja alles schön und gut. Aber ich muss die Leute auch haben. Also sprich, die Firmen bauen eigentlich jetzt schon vor, weil sie es eigentlich genauso sehen, weil sie sagen, hey, die Babyboomer gehen in Rente. Was machen denn die Babyboomer? Sparen die oder konsumieren die? Ich denke, die konsumieren eher. Ja, wie ich immer zu sagen pflege, ihr gebt nicht euer Geld aus, sondern das Geld eurer Erben. Ja, und genau so ist es doch. Und jetzt haben wir halt, ja, Corona gehabt, jetzt haben wir gewisse Dinge, die uns gebremst haben. Aber die Leute wollen raus. Hey, hier, gerade eben St. Gallen Open, erst letzte Wochenende, über 30.000 Leute. Die Leute sind lechzen danach, wieder was zu tun, wegzufliegen, Geld auszugeben. Ja, wir haben immer noch aufgestaut Hunderte von Milliarden Euro auf Sparkonten etc. Ja, ich weiß es jetzt halt von Deutschland gerade zufällig. Der Konsum, der ist doch da, der kommt doch. Ja, und deswegen, also ich bin der Meinung, dass es eher nach oben geht. Also ich bleibe auch bei meiner Prognose, Kupfer 7 Dollar bis 2025. Sehe ich definitiv pro Pfund. Momentan sind wir bei 3,70, 3,75, also ist ein Rundenverdoppler. Ich glaube auch Nickel momentan zwischen 10 und 11 Dollar. Ich denke nach wie vor bis 2025, vielleicht, wenn wir sogar extrapolieren, bis 2030, würde ich sagen, dass Nickel eher wieder bei 20, 25 Dollar steht. Kann aber auch auf die alten Höhen bei, ich glaube, 40 Dollar, wenn ich es recht im Kopf habe, war Nickel im Top vor rund 15, 18 Jahren. Wir sind auch hier in einem neuen Zyklus drin. Definitiv. Ja, und wenn ich mir das anschaue, ich habe letzte Woche hatte ich ein Interview gemacht mit dem CEO von Li Metals, ja, also Li Metals, die eine neue Anodenfolientechnologie machen. Und das war für mich eigentlich vollkommen klar, auch diese neue Batterietechnologie, wo da auf uns zurollt, die braucht Nickel ohne Ende, die braucht aber nach wie vor auch Lithium. Ja, der hat ganz klar gesagt, Leute, wir reden hier über Giga, Hunderte von Tausende Gigawatt-Szenarien, die wir aufbauen müssen. Und dafür brauchen wir Metall. Sonst bauen wir keine. Ja, das ist das Gleiche wie, ich sage jetzt mal ganz brutal, Tesla kann dran pleite gehen, weil sie keine Chips haben, weil die Autos auf der Halde stehen. Er hat den finanziellen Background nicht. Ja, ich hoffe nicht, dass es so ist, weil ich mag zwar die Firma an sich nicht, ich finde die Autos auch nicht spannend von der Qualität her, aber das ist meine private Meinung, ja, das soll jetzt kein Bashing oder irgendwas sein. Aber der Punkt ist, er hat für die E-Mobilität einen Riesendienst geleistet, ganz klar. Muss man ganz klar sagen, ohne ihn wäre das nie so schnell gegangen. Und jetzt kann es ihm zum Verhängnis werden, seine schiere Größe. Und dass er die Autos nicht vom Hof kriegt, das ist ein Riesenproblem mittlerweile. Ja. Und wollen wir es nicht hoffen, das ist immer scheiße, wenn so große Firmen kaputt gehen, definitiv, ja. Weil er ja eigentlich einen super Job gemacht hat. Also es bleibt sehr, sehr spannend, aber für mich ganz klar als Fazit extrem positive Grundtendenz. Aber Okay. nicht auf Sicht von 3 oder 6 Monaten, das ist unmöglich zu prognostizieren. Okay, kommen wir zu einzelnen spannenden Firmen. Okay, Was von hast meiner Sicht du? aus, Ja, spannende genau. Firmen, super. Also, zunächst einmal, wenn wir es ganz von der Oder Basis. vielleicht noch eine Frage davor. Ja. Deine Anlagestrategie, um dieses Szenario zu machen. Wie stellst dich du aus? Und nicht nur jetzt auf einzelnen Firmen runtergebrochen, sondern generell mal die Strategie und sagst, okay, eigentlich habe ich alles in Cash oder ich bin voll investiert oder ich habe dieses, jenes. Also mich interessiert halt so wie stellst du dein Portfolio auf, sodass du über diese Krise, die wir eindeutig haben, und keiner weiß eigentlich, wie es dann Ende tatsächlich ausgeht, weil so viele Wahnsinnige laufen rundherum. Aber wie stellst du dich auf? Okay. Also ich sage mal so, eine Cashquote mit Sicherheit von 10, vielleicht auch 20% kann nicht schaden. Ja. Ich persönlich fahre sogar ja, ein bisschen weniger momentan. Also muss man differenzieren, wo man jetzt davon spricht, ob man es privat macht oder auch mit Firmengeld oder als Fonds. Aber nehmen wir es mal generell, wir sprechen ja eher Privatanleger an. Also ich sage mal, prinzipiell sollte man 3 Monatsgehälter netto als Cash-Reserve haben, weil es ist, wenn im Leben kommt es immer dick, dann kommt die Waschmaschine, das Auto und der Herd noch dazu. Das sollte man immer stemmen können. Das zweite ist keine Schulden.
Und da bin ich also ganz knallhart, keine Schulden definitiv, auf keinen Fall. Schulden wird man erpressbar. Und vor allen Dingen diese Immobilienpreise habe ich immer davor gewarnt, das ist totaler Blödsinn, jetzt sich hier zu verschulden, auf Kante zu nähen. Nur, dass man jetzt ganz dringend ein Heim sein eigen nennt. Ja? Das kann man oftmals günstiger mieten. Das ist das Zweite. Das Dritte ist Dividendentitel. Ich brauche ein passives Einkommen. Und das kann jeder selber aufbauen. Das kann man mit kleinem Geld anfangen. Ich habe das genauso gemacht, ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe meine erste Royal Dutch Position als Beispiel, habe ich mit irgendwie, glaube ich, 2.500 Franken gekauft, ja. Und das ist heute ein Vielfaches da davon. Ja, es ist ein Teil Kursgewinne dabei, aber einfach, ich habe immer wieder was nachgekauft, wenn es billig war. So eine Rio Tinto ist ein schönes Beispiel, ja. Runtergekommen jetzt vom Hoch. Kann man nachkaufen, hat irgendwie 10 oder 11% Dividende, selbst wenn es Dividende ein wenig tiefer machen. Mein Gott, da bin ich halt bei 7 oder 8%. Tut aber nicht weh. Wichtig ist, es wird gezahlt. Ja? Also passives Einkommen generieren, auch im Hinblick auf die Rente, kann man sich aufbauen mit großen multinationalen Konzernen. Ich nenne das immer meine Gas-Wasser-Scheiße-Aktienstrategie. Sorry, dass ich deutlich bin. Aber Sachen, die die Menschen brauchen, Sachen, die nachgefragt werden, Sachen, die im Normalfall auch nicht zwingend alle recycelt werden können. Das sind Lebensmittel, das ist Strom, ja, Versorger, das ist Telekom, das ist von mir aus ein Stück weit auch Rohstoffe. Ja, also die Großen schaffen es gar nicht, alles zu recyceln auf der Welt. Das ist für mich so die Basis und natürlich Beispiele, es wären jetzt für mich als Schweizer so eine Swiss Re, eine Zürich-Versicherung, eine Nestle, eine Novartis, eine Roche, ja, umgemünzt auf einen deutschen Anleger. Von mir aus, wenn die BASF noch tiefer geht, wenn das Gasembargo kommt, ist eine BASF wahrscheinlich bei 25 Euro. Es erinnert mich an den Crash damals 2000, oh Jesus Maria. Wann war denn das, wo das so billig war? Yeah. Das war 2000, ja, war das 2008 sogar noch? Ja, müsste gewesen sein. Da wurde BASF einmal 18 Euro oder 20 Euro war. Das Ja, Kindertick kann man sagen. Anfang 2009, irgend also im sowas. Jänner, Februar, Genau. 2009. Ja, also das sind für mich Opportunitäten, die hast du nicht oft im Leben. Ja, also auch eine Münchner Rück als Beispiel, eine Linde. Das sind alles so Dinge. Wohingegen ich dann die Finger erst einmal lassen würde, sind Autobauer. Zu heiß, die haben Druck von allen Seiten, definitiv. Ja, das ist brutal. Geht eine VW auf 100 Euro zurück oder drunter, kann man sich natürlich anschauen als weltgrößter Autobauer. Aber das sind Dinge, wo ich mir definitiv anschauen würde. Finger weg von Anleihen zunächst. Ja, auch wenn es wieder verlockender aussieht, aber da kommt bestimmt noch mal ein Genickschlag, weil wie gesagt, die Zinsen werden im zweiten Halbjahr im September noch einmal steigen und dann dürfte meines Erachtens dann Oktober, November das Schlimmste ausgestanden sein. Da kann man sich auch wieder tolle Industrieanleihen anschauen, die dann mit Sicherheit auch einmal wieder 4% oder so bringen werden. Ja, vorher war es ja nicht notwendig, weil sorry, also bei der Inflation brauche ich keine Anleihe kaufen, mache ich immer nasse. Ja, bringt nichts. Wichtig, physisch Gold, Silber, wer es noch nicht hat, kaufen. Es ist eine Lebensversicherung, definitiv, und hat nichts mit Anlegen zu tun. Ja, man kann dieses Mantra leider nur wiederholen, ja, weil es immer noch zu wenig Leute verstanden haben. Wir wissen alle nicht, was kommt. Wir haben alle nicht die Weisheit mit Löffel gefressen, sondern wir müssen uns gegen die Unbilden, die möglich sind, schützen. Und das sind halt nun mal Sachwerte. Wer ein Eigenheim sein eigen nennt, bitte die Schulden zurückzahlen. Definitiv. Schaut, dass ihr tilgt ohne Ende. Das kommt sogar noch vorm Anlegen für mich. Ja? Weil wer ein Eigenheim hat, was schuldenfrei ist, der sitzt zunächst einmal relativ sicher im Sattel. Kommt irgendwelche komische Steuern, okay, aber die habe ich als Mieter auch zu spüren dann, ja. Es sei denn, der Staat wird alles dann dem Vermieter aufdrücken, aber dann bauen wir keine Wohnungen mehr. Ist auch relativ einfach, wird keine Sau mehr investieren, ja. Und das Geld wird dann auch gehen. Weil dann sind wir wieder zurück im guten alten Kommunismus, dann sind wir in der Planwirtschaft zurück und dann wissen wir wissen, dass das alles nicht funktioniert hat aus der Vergangenheit, ja. Also so würde ich das sagen. Wer dann immer noch Geld übrig hat, der solle sich ganz dringend tolle Entwickler anschauen, aber auch vielleicht ausgesuchte Explorateure, die ein tolles Management haben, für mindestens 12 bis 18 Monate finanziert sind und Projekte haben in sicheren Jurisdiktionen. So würde ich das jetzt mal aufziehen. Okay, so, und nachdem wir dein Spezialgebiet ja, Mann, ich bin vollkommen bei dir, sehe ich genauso, Dividendentitel spricht mir aus dem Herzen, das ist eine der wichtigsten Sachen und ist
für viele auch gar nicht so einfach aufzubauen, weil die Verlockung des Marktes ist halt immer sehr schön. Ein Dividendentitel, eine Eigenschaft des Dividendentitels ist ja, dass er eigentlich auch relativ fad ist. Und ein Börsianer, dem ist natürlich, die faden Titel sind ein Graul für ihn, weil natürlich dort liegt quasi ja totes Kapital. Aber das stimmt nicht, das darf man nicht so sehen, sondern man muss das sehen, dass er das eine Absicherung ist für, und das gehört zu einer normalen Depotstruktur einfach dazu, zu einer guten, dass ich halt einfach diese konservativen Titel aufbaue, um eigentlich einen kontinuierlichen Einnahmestrom zu generieren. Aber ich merke das schon bei manchen Diskussionen, dass das nicht so einfach ist, auch das aufzubauen, weil die Verlockung des Marktes wird einfach sehr hoch sein. Jetzt kommen wir mal zu dem Hochrisikoteil und da sind wir halt eh, wie du vorher gesagt hast, bei den Explorer und so weiter. Du bist ja auch mit deiner Swiss Resource Capital, hast du Zugang auch zu diesen Companies. So, nennen wir ein paar spannende Firmen. Vielleicht wäre es auch nicht so uninteressant, gerade jetzt im Sommer, wo ja auch hoffentlich eine ruhige Zeit ist. Auch vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, oder du kannst ein paar Intros machen zu diesen Firmen. Dann Mache ich dir gerne. nehmen wir sie einmal ein paar zur Brust und schauen einmal, was die so uns erzählen. Aber nenn uns da einmal ein paar spannende. Okay, also vielleicht noch ganz kurz zu der Dividendengeschichte. Dividenden im Rohstoffaktien sind einfach ein Traum und werden es auch meines Erachtens die nächsten 20 Jahre sein, weil die Rohstoffe sind so brutal im Defizit für das, was wir eigentlich alles leisten wollen, dass ich da guten Mutes bin. Für mich einer der absoluten Top-Picks ist eine Sibanye-Stillwater, wo die Dividende irgendwo dieses Jahr, ich schätze, bei 6% wieder liegen wird, aber die kaufen auch noch 5% eigene Aktien zurück. Das ist nämlich auch so ein Riesenthema. Also die verknappen jetzt jedes Jahr ihre ausstehenden Aktien und reinvestieren ihre Gewinne aus dem Gold und Silber in die Energiemetalle. Ja, also Lithium, Keliber, Finnland, Recycling. In Frankreich, Le Havre, ja, die Eramet-Fabrik, wo sie gekauft haben. Da wird wahrscheinlich in 3 Jahren eine der tollsten Nickel-Lithium-Batterien-Recycling-Anlagen stehen, die man sich überhaupt so vorstellen kann. Das sind für mich nicht nur Zukunftswetten, sondern die sind unterlegt, fundiert. Das ist ein großes Unternehmen, 10 Milliarden groß. Und die Dividenden, die versüßen mir eigentlich meine Wartezeit. Den zweiten Titel, der völlig stiefmütterlich behandelt wird, ist eine Caledonia Mining, größter Goldproduzent in Simbabwe. Sagen viele, um Gottes Willen, Simbabwe, wie kannst du nur? Also ich bin die letzten 8 Jahre, seit das Unternehmen Kunde bei uns ist, dort investiert und ich habe meine Dividenden, seit sie Dividenden zahlen, jedes Quartal bekommen. Die Dividende hat sich in dem Zeitraum um 107% gesteigert. Und wenn ich den Ausführungen von Mark Learmonth, dem zukünftigen CEO hier, der jetzt gerade CFO noch ist, so lausche, dann muss ich ganz klar sagen, die bauen die Geschichte weiter aus. Die setzen auf Simbabwe. Warum? Weil sie es verstehen, das Land, weil sie voll integriert sind und weil die Menschen sie lieben. Weil sie für die Menschen da sind. Das ist nachhaltiger Bergbau. Die kümmern sich nicht bloß um ihre 1500 Mitarbeiter, sondern um die Familien. Das heißt, sie kümmern sich um gut 15.000 Menschen. Und das ist ein riesen Unterschied zu viel Bergbau in Afrika, der von Privaten betrieben wird. Nehmen wir die DRC, mit Sklavenarbeit, mit Kinderarbeit, diese ganzen unschönen Dinge, wo dann nach wie vor passieren. Ja? Da kann ich also guten Gewissens sagen, da weiß ich, es funktioniert. Und die Dividenden sind ein Traum. Jedes Quartal schüttet es. Ja? Und da reden wir selbst, auch jetzt auf dem gedrückten Niveau sind wir dabei fast 5%. Ich erwarte in den nächsten 5 Jahren eher Dividenden, ich sage mal, dass sie sich die Dividendenrendite verdoppeln wird. Also wer heute einsteigt, wird in 5 Jahren meines Erachtens einen satten 10% da haben. Vielleicht auch einen Schnaps mehr. Wir werden sehen. Aber bin ich definitiv davon überzeugt. So, natürlich auch Royalty-Gesellschaften, Gold Royalty, Osisko, ja, zahlen Dividenden mittlerweile quartalsweise. Ist ein ruhiges Kissen zum Schlafen. Beide Aktien haben total korrigiert. Ist natürlich jetzt auch ein Traum, da billig einzukaufen. Bei den Entwicklern ist für mich natürlich eine Discovery Silver, eine Chesapeake Gold zu nennen. Ja, gefällt mir extrem gut. Dann muss ich gerade mal selber geschwind noch in meine Liste hier reinschauen, wenn ich das gerade mal geschwind so machen darf, nebenher, Joe. Ja, sicher. Da,
Das würde ich sagen, gefällt mir extrem gut. Im Nickelbereich würde ich natürlich ganz klar eine Kanada Nickel favorisieren. Nickel haben wir vorhin angesprochen gehabt, aber das ist für mich also auch wirklich ein Vorkommen, das könnte die Nummer 3 oder 4 auf der Welt werden. Wohlgemerkt in Kanada, ja. Und wie gesagt, auch wieder sichere Jurisdiktion, ja, gefällt mir abartig gut. Wenn wir rübergehen in Richtung Kupfer von mir aus, ja, nach wie vor eine Copper Mountain auf dem Niveau ist ein Schnäppchen. Die hat es zernagt ohne Ende und die produzieren und verdienen nach wie vor ihr Geld. Das ist okay. Eine Kutscher Copper als Entwickler sehe ich auch sehr interessant an. Da ist die Wheaton drin. Die hat da richtig Geld reingeschmissen. Das Projekt ist klasse. Und ich denke, es kommt jetzt dann bald auch bis zum Jahresende sehr, sehr gute Nachrichten, dass was geht. Wenn wir noch ganz kurz, bevor ich dann wirklich zu den Explorern komme, noch die Produzenten anschauen. Die Karora Resources auf dem Niveau ein Traum. Der wird seine Produktion auf 200.000 Unzen ausbauen. Eine Caliber Mining unter $1. Ich hatte schon eine Wette mit dem Mitarbeiter laufen, dass sie nicht mehr unter $1 geht. Jetzt hat sie es bei dem Goldpreis tatsächlich am Donnerstagabend noch geschafft, mit, glaube ich, 95 Cent, kanadische Cent. Ist für mich ein absolutes Schnäppchen als Goldproduzent. Ja, ist also wirklich ein Traum. Das passt hervorragend. Eine Victoria Gold hat es auf 10, unter $10, glaube ich, jetzt gehauen. Ist das Gleiche, ja. Unfassbar für mich. Wenn wir rübergehen, ich will jetzt nicht alle Firmen aufzählen, für die wir arbeiten oder mit denen wir zusammenarbeiten, das wäre zu viel des Guten. Aber ganz klarer Fall, auch diese gefallenen Engel wie eine Gold Mining zum Beispiel. Ja, vom Ami Adnani, ist für mich definitiv bei irgendwie $1,35 oder was. Das ist einfach ein Witz für das, was die haben. Ja, das ist für mich ein glasklarer Verdoppler auf Sicht der nächsten 12 Monate mindestens. Geht das Gold in die Höhen, wo ich gesagt habe, sehen wir da ganz anders aus. Wenn wir noch rübergehen, gerade im Bereich Entwicklung, so eine Osisko Development, ja, die hat es auch zerlegt von, glaube ich, $21,80 auf jetzt $6,30 oder sowas. Ja. Und da ist ein Shaw Rosen dahinter und die Osisko-Gruppe. Wenn ich mir die drei möglichen Produktionsprojekte anschaue, also auf der Trixie-Mine wird ja schon produziert, ein Stück weit, aber dann ist es für mich auf Sicht der nächsten 3, 4 Jahre ein 300.000 bis 400.000 Unzen Produzent. Ja, ist null berücksichtigt. Bevor wir dann runtergehen zu den Explorern, vielleicht noch eine Geschichte. Uran haben wir noch gar nicht beleuchtet gehabt. Uran ist für mich das Metall der Stunde. $51 am Freitag im Spotmarkt. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass wir da die nächsten 12 bis 18 Monate richtig Partystimmung reinkriegen. Uranium Energy als dann größter Produzent Amerikas ist ein Must-Have. Für mich, ja, die Aktie ist irgendwo bei $3,30 oder sowas. Ich kann mir locker vorstellen, dass die auf 10, $12 geht. Geht Uran auf 70, $80, wird die da oben sein, meines Erachtens, weil er würde die Produktion aufnehmen. Aber auch Uran-Explorateure, jetzt können wir eigentlich schön überleiten, wie eine Consolidated Uranium, eine Labrador Uranium. Von mir aus auch eine Anfield Energy interessant. Blue Sky Uranium, Sky Harbor, wie sie alle heißen, übrigens alle auch in unserem neuen Uran-Report drin, um so ein kleines bisschen noch Werbung zu machen. Es sind alles Unternehmen, die dann wirklich abgehen werden wie Schmitz' Katze. Also das kann ich einfach mal so salopp sagen, weil der Uranmarkt wurde natürlich exorbitant stiefmütterlich behandelt die letzten 10 Jahre, vor allen Dingen seit Fukushima. Und da ist ein Nachholbedarf, der ist jenseits von Gut und Böse. Ansonsten, wenn man noch zocken will, Schrägstrich einfach billig Explorer kaufen will, eine Trillium Gold ist für mich abartig billig. Ja, man ist eingekeilt zwischen Evolution Mining, Barrick Gold. Da muss ich ganz klar sagen, die haben Great Bear ja gekauft, Kinross hat Great Bear gekauft und Barrick Gold hat nebendran gekauft. Gewaltig. Und da muss ich sagen, Trillium Gold ist für mich eigentlich ein Riesenübernahmekandidat. Aber nicht bei 30 oder 35 Cent, sondern eher bei $1 oder 1,50, würde ich sagen. Die Analysten von Red Cloud Securities sehen ein Kursziel von sage und schreibe $2,40. Also kommt nicht von mir. Ja, ich glaube, dass die Aktie auch so ein Potenzial hat, aber wir werden sehen, was der Markt draus macht. Das wären 700% zum heutigen Niveau. Das sind natürlich klassische Explorer-Zockereien, muss man ganz klar sagen. Ja.
Was mir auch noch gewaltig gut gefällt, jetzt im Explorationsbereich, ist eine Orania. Ja, die hatten ziemliche Querelen im Vorstand. Der eine hat dann das Unternehmen verlassen. Ich denke, es ist kein Verlust, ehrlich gesagt, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass die dort unten jetzt auf der Spur sind der ersten Lost City, also der alten Goldminen der spanischen Konquistadoren. Und wenn sie die finden, plus noch ein paar andere Sachen dazu, sollte man sich unbedingt das letzte Interview anschauen, was ich mit dem Keith gemacht habe, mit dem Keith, Dr. Keith Barron. Glaube ich, ist eine Orania locker gut für 2,50 $ plus. Auch so eine tolle Geschichte. Interessant finde ich dann auch Denarius Metals. Ist Gold, Silber, Kupfer, Polymetalle in Spanien, auch eingekeilt zwischen etlichen schon produzierenden Unternehmen, und vor allen Dingen hat ein Hammer-Management und einen Haufen Geld nach wie vor drin, und da kommen auch jetzt die nächsten Wochen und Monate ein Haufen gute Bohrergebnisse. Also das sind für mich jetzt mal wirklich tolle Sachen. Eine Mawson Gold notiert quasi von ihrer Marktkapitalisierung auf dem Niveau ihrer 60% Beteiligung von Southern Cross, die sie in Australien haben. Also man kriegt das ganze Gold in Finnland und Schweden für umsonst dazu. Das sind diese irrationalen Bewertungen, die wir momentan haben, wo man echt sagen muss, Leute, das sind Shoppingkurse, definitiv. Ja, also das, da kann man viel Spaß haben. Hennen Metals, das gleiche, arbeiten mit Shockmet zusammen. Von mir aus auch, wenn wir noch rübergehen, Tier One Silver, Torque Resources, ja, das sind alles tolle Wetten auf die Zukunft, wo wirklich was gehen könnte. Ja, also ich habe jetzt ganz viele Firmen genannt. Ich weiß, findet ihr alles bei uns auf der Webseite resource-capital.ch. Einfach mal reinschauen. Es gibt auch viele andere Unternehmen, mit denen wir noch nicht oder schon gearbeitet haben, oder auch auf unserem TV hat es ganz viele Unternehmen, die ich interviewt habe. Wichtig ist, man muss seine Hausaufgaben machen. Also man sollte nicht jedem die Story einfach nur blind abkaufen, weil sie sich toll verkauft und weil es heißt, immer die nächsten 500%, die nächsten 1000%, ja. Da muss man also wirklich vorsichtig sein damit, mit solchen Aussagen. Und es muss einfach passen. Wie gesagt, die Firmen müssen das Geld für die nächsten 18 Monate in der Kasse haben, weil Finanzierungen werden meines Erachtens zunehmend schwerer. Sieht genauso. Wie du schon gesagt hast, du hast jetzt einen Haufen Firmen genannt, du hast aber auch gesagt, du hast den Uranreport oder sowas neu gemacht. Da hast du aber nicht nur, glaube ich, Uran, sondern du hast ja auch andere Reports. Richtig, genau. Und vielleicht kannst du mir die Links auch schicken, weil die würde ich dann dazu nehmen. Da stehen ja auch dann teilweise die Firmen drinnen. Natürlich, sage ich einmal, Rio und so weiter wird nicht drinnen stehen. Na. Aber die kleineren oder die Explorationsunternehmen, die müssten dort ja eigentlich alle drinnen sein. Ja, es sind Die ganz viele drin. würde ich gerne verlinken. Jo, jetzt haben wir in Summe schon fast eine Ein Stunde Stündchen. durch. Eine Stunde durch. Für Montagmorgen ist das gar Ja, nicht so schlecht. ist nicht schlecht, ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, wir wurden auf den Messen immer angesprochen, ja, nee, ihr habt so viele Firmen, ich will jetzt nicht 40 Titel kaufen, ja. Also es gibt auch noch das SRC Special Mining Special Situations Zertifikat, wird an der EUVAX in Stuttgart gehandelt oder an der BXwiss auch in der Schweiz, das gibt es in Euro und in Schweizer Franken. Und da sind alle unsere Firmen drin, plus die ganzen Dividendentitel, wo wir angesprochen haben. Also auch das ist möglich, sich darüber mal abzudecken. Und dann hat man wirklich einen Monsterkorb mit 49, 50 Aktien drin, plus Dividendenerträge, die dem Wert des Zertifikats gutgeschrieben werden. Das ist voll transparent, geht über Wikifolio. Also auch da kann man mal einen Blick reinwerfen. Okay. Du Jochen, ich danke dir. Bitte, wie gesagt, mir die ganzen Reports noch schicken, dass ich es dazu verlinken Mache kann. ich. Plus ein paar Intros wären nicht schlecht. Also gerade jetzt über den Sommer vielleicht ein bisschen verstreut, wenn man da mal wieder ein paar macht, ist das, glaube ich, nicht so schlecht. Das mache ich dir gerne. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Super, Joe, danke, das wünsche ich dir auch und deiner Familie. Lass es gut gehen. Gut essen, guten Rotwein trinken, schadet nichts. Genau, Super, sehe ich auch alles so. klar. Ich Joe, danke dir. Dann Servus und Baba. Danke tschüss, dir. für Ciao, dich. tschüss.